Hallo, heute geht es darum, eine Gitarre zu stimmen. Und zwar nicht mit dem Stimmgerät, sondern nach dem Gehör. Denn unser Gehör ist das beste Stimmgerät. Wenn wir eine Gitarre stimmen wollen, benötigen wir zunächst mal ein A, um die A-Seite, das ist die fünfte Saite, einzustimmen. Also ich habe hier eine komplett verstimmte Gitarre. Und wie gesagt, ich benötige ein A. Das A kann zum Beispiel vom Klavier geholt werden, von einer Stimmgabel, von einem anderen Spieler mit einer eingestimmten Gitarre oder wie hier in meinem Fall habe ich jetzt hier ein Metronom und da ist die Funktion A vorhanden. Damit wäre zunächst mal eine Saite gestimmt, und zwar die A-Saite, das heißt die fünfte Saite. Wenn wir nun die darunterliegende D-Saite einstimmen wollen, gehen wir auf der A-Saite zum fünften Bund, greifen ihn ab und vergleichen mit der darunterliegenden D-Saite. So, das Jetzt haben wir das D eingestimmt und wir gehen in gleicher Weise zur nächsten Saite, das heißt zur D-Saite, die nun auch eingestimmt ist, greifen wieder den fünften Bund ab und stimmen die G-Saite ein. So, nun kommt eine kleine Abweichung. Und zwar von der G zur H-Saite greifen wir den vierten Bund ab. So, nun gehen wir wieder zur fünften auf der H-Saite. Und nun zum Schluss nehme ich einen Vergleich zwischen der hohen E-Saite und der tiefen E-Saite vor. Und die Gitarre ist gestimmt.